So, da sind wir jetzt wieder zu einer weiteren Folge Factorio. Ja, ihr seht, ein bisschen Zeug ist noch im Bau. Ein bisschen mal wieder equipped. Und jetzt wollen wir erstmal hier diesen lästigen Wald loswerden. So, geh einfach weg. Danke. Ist so dermaßen von dem Weg. Geh einfach weg. Danke. Das mag gleich richtig. Haben sie zwar ein bisschen was zu tun, aber das schadet ja nicht. Also so, dann füllen wir hier mal ein bisschen was in die Stone rein. Mal ein bisschen hier unsere Eisenschmelze etwas erweitern. Sofern das Holz weg ist. In der Zwischenzeit. Perfekt mit dem Bauroboter. Bald können die meisten Bauarbeiten für mich übernehmen und ich muss nur noch planen. Das ist das Ziel. Unserer kleinen provisorischen Fabrik. Ich habe mittlerweile auch blaues Band, deswegen verwende ich das mal gleich. Gott, da haben aber viele Bauroboter verloren. Warum sind die denn da rausgeflogen? Haben bestimmt von so zu reparieren. Dumme Viecher. Ja. Wir bauen ja neue. Deswegen muss eigentlich auch alles mal ein bisschen umgebaut werden. Das kommt auch endlich weg, wird hier mit dem Erz zusammengelegt und wird dann hier einmal hochgeleitet. Kommt hier ein anderer Balance rein. Und dann sollte das passen. Haben wir hier 5 auf 4. Der kann mal weg. Das hier muss bestimmt auch noch weg. Wir suchen uns mal das Balancer-Buch raus, wenn ich es hier finde. Das ist da. Das packen wir auch mal gleich hier rein. Ah, und hier sind so einige drin. Ich denke, ich nehme einen 7 auf 7. Das hört sich gut an.
Das ist aber nett. Wenn ihr mich auch beliefern wolltet, wäre das super. Aber wahrscheinlich haben wir nicht so much. Wir haben ein paar. Ich will bauen. Ich frage mich, wie man sich sowas ausdenken kann. Für mich ist das absolut verrückt. Aber es funktioniert, also beschwere ich mich nicht. Bergbauproduktivität kommt hier auch hier ein bisschen mehr raus. Deswegen grade ich das mal hier schon mal zumindest auf Rot ab. Ja, den Fitzel da brauche ich wohl nicht. Langsames. Dann nehme ich mit Absicht alles in Blau. Jetzt können wir auch endlich mal den Outpost planen. Wir wollen dich nach Norden. Advanced. Wir wollen, dass du unten bist. Wir wollten eigentlich, dass du Rot nimmst, das wäre ganz super. So, nur Rot. Genau. Create. Nee, Read wollen wir auch nicht. Wie funktioniert denn nochmal das Ding? So wollen wir das. Jetzt brauchen wir nur noch. Ich glaube, das muss man uns hier herstellen. War schon extrem lang her, dass ich das Ding mal verwendet habe. Na, wo bist du? Ey, brüllt mich jetzt bestimmt an, weil ihr es schon sieht und wisst, wo das ist. Ich sehe es gerade einfach nicht. Da.
Dann merchen wir das nochmal zusammen. Und verschwenden einen Haufen Platz. Wenn dieser Unsinn hier endlich mal wegkommt. Und tschüss. War nett mit dir. Aber da haben sie jetzt ein bisschen was zu tun. In der Zwischenzeit kümmern wir uns hier weiter hier drum. Der Kram hier weg. Bitte automatisch. Danke. Wir brauchen noch ein bisschen mehr Platz. So, jetzt brauchen sie noch ein paar Erzförderer. Jetzt hört doch auf, in den Freitod zu fliegen. Das wäre super. Sollte reichen und ein paar Sprungmester. Bestimmt auch nicht verkehrt. Dann übergeben wir mal das gleich den. Klein, und wir uns auch mal hier diesen Müll. Sieben weitere, sechs kann ich leider neu herstellen. Er steht kurz die Fabrik still, ist nicht schlimm. Wir haben hier, wie gesagt, ein bisschen Redundanzproblem. So. Ich denke, wir ziehen das mal bis hier in die Länge. Sollte das, denke ich mal, erstmal ausreichen. Ich muss das noch ein bisschen weiter nach unten.
bisschen mehr ist ein bisschen weniger. Natürlich fast genau 1:4. Ja, passt schon. Alles an Produktion gleich wieder ein. Besser ist. Je mehr, desto besser. Okay, wir kommen ganz gut voran mittlerweile. Keine langen Wartezeiten mehr. Ja. Den zusätzlichen Eisen hier, denke ich mal. Haben wir bestimmt auch eine Weile wieder auskommen können. Ein bisschen jedenfalls. Logistikreichweite muss ich nicht. Auch nicht wundern, dass ich nichts bekomme gerade. Kommt mal hier dieser ganze Unsinn weg. Das mal weg, danke. Nein. Böse. Ich will dich nur umbauen. So, haben wir schon ein paar schnelle Teile? Ja. Wollen wir mal hier auch noch ein bisschen weiter aufrüsten. Ja, momentan reicht das Eisen jetzt nicht.
später gleich noch mehr. Wir hier auch noch einen schnellen Teil ein. Gut, dann. Ja, was soll der Geiz? Hier. Maximalgeschwindigkeit. Passt schon. Gut. Mehr Eisenerz. Hier auch erstmal rein. Prima. Und dann werden wir uns als nächstes an die Produktivitätsmodule machen, dass hier ein bisschen mehr bei rumkommt. Strom haben wir ja erstmal. Na schön. Vergrößern. Ja, wir bauen dann noch die Schmelze hier zu Ende und dann war es das auch wieder mit dieser Folge. So. Am besten gleich mit Strom. Können die hier schon mal arbeiten. Gehen wir uns das hier mal. Und dann kommen uns gleich ein paar helfende Hände. Na, wir geben das hier nochmal. Na, geht doch. Tja, es scheint es auch so langsam zu reichen. Das
wäre ja wirklich der Wahnsinn. Die Reichweite muss echt noch viel höher werden. Jetzt haben wir natürlich ein kleines Startproblem. Dann fokussieren wir wieder die Startproduktion. Dann passt das. Tja, ach, eine Kleinigkeit machen wir noch. Wir benutzen mal kurz den Upgrade-Planer. Fahren den mal ein bisschen ein. Wenn ich ihn finde. Und wir nehmen den. Upgrade-Planer einmal hier rein. Und dann geben wir mal gleich noch was in Auftrag. Eine Sache, die ihr euch bestimmt schon gedacht habt. Da ich nicht mit Tunnelung von Tunneln arbeite momentan. Kann ich das hier einfach mal bedenkenlos rüberziehen. Und feststellen, dass ich fast Unsinn gemacht hätte. Aber nur fast. Das können die jetzt noch in Ruhe upgraden. Über die Zeit, dann passt das schon mal, dann läuft das da auch schon mal ein bisschen flüssiger wieder. Ja, und wir sollten uns dann wahrscheinlich nochmal um eine Zahnradproduktion kümmern. Am besten hier. Aber das alles beim nächsten Mal.